Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus dem TSW 4 von der Niddertalbahn. Es ist zwar Sommer draußen, aber bei uns hier im Simulator haben wir es uns mal ein bisschen kalt gemacht mit dem Schnee. Bisschen Abkühlung ist doch, glaube ich, auch nichts allzu Schlechtes. Und wir fahren mit unserer Foslo G6 von TSG einmal über die Niddertalbahn. Hinten dran haben wir zwei Habinzwagen, einen Tankwagen der Gattung ZA-CNS und dahinter sogar noch eine 204. Und ich würde sagen, wir fahren los und verlieren auch gar keine Zeit, denn wir haben nämlich auch schon Fahrt. So, wie war das denn noch gleich mit dem Aufrüsten des Führerstandes? Fahrtrichtung können wir schon nach vorne anwählen. Ich glaube, einen Bremsschlüssel oder sowas gab es nicht. Mal einmal durchgeguckt. Spitzenbeleuchtung lassen wir bei automatisch. Federspeicherbremse lösen wir. Batterie ist an, Motorstart, der läuft schon. Mehrfachtraktionsschalter brauchen wir, glaube ich, in diesem Fall nicht. Schnellgang, der Ferngang ist ausgewählt. Geschwindigkeitsregler, ja, Führerstand und Treppenbeleuchtung gerne aktiviert, weil warum auch nicht? PZB machen wir einmal an. Und den SIFA, hier steht zwar PZB Störschalter, aber damit machen wir dann die SIFA an. Auch die machen wir uns heute ausnahmsweise mal an, weil wir es können. Obere Zugart ist vermutlich nicht in Ordnung. Nehmen wir die mittlere, vermutlich sogar die untere Zugart, ehrlicherweise. Ja, schalten noch einmal die PZB aus und wieder an. Dann sind wir in der unteren Zugart. Verzeiht mir den kleinen Huster. Und dann können wir die Scheibenwischer aktivieren und können eigentlich auch schon losfahren. So. Verzeiht es mir, bei mir ist gerade eine Wespe reingeflogen. In mein Aufnahmezimmer hier. Sie ist gefährlich nah bei mir. Das lenkt mich gerade total ab. Moment mal eben. So, entschuldigt, ich bin wieder da. Kleiner Schnitt, den ich gemacht habe. Ich glaube, die Wespe ist weg. So, auf geht's. Wir wollen fahren. Ja, die Lokbremse sollten wir natürlich auch lösen. Jawohl, Fenster können wir aufmachen, lassen wir aber zu. Den Stuhl können wir ehrlicherweise hier an dieser Stelle wegklappen. Ah, geht doch nicht. Gut. Einmal gepfiffen. Und unser Auftrag ist es, nach Altenstadt, über Altenstadt nach Heldenbergen, Windecken zu fahren. Und wir pfeifen noch mal. So, SIFA ist auch da. Befreien wir uns mal aus der Beeinflussung. So, was ist denn noch mal Vmax der Lok? 80 km/h. Okay. Wir dürfen, glaube ich, auf der Strecke maximal 60 fahren. Und auf geht's durch, ja, Hessen müsste das sein, ne? Einmal die Leistung rausgenommen, auf Null gesetzt und wir nehmen die dynamische Bremse rein. Wir werden nämlich etwas zu schnell. Okay, jetzt können wir eh schon 60 fahren. Dann können wir die Leistung wieder erhöhen. Wir sehen hier immer, wie viel Leistung wir aufgeschaltet haben in Prozent. Also jetzt haben wir ungefähr 50% Leistung aufgeschaltet, ein bisschen mehr. Und in den Minusbereich, das wäre dann die Bremsleistung.
Vossloh G6, damals ein Lok-DLC gewesen von TSG, von Trains in Germany, der gleichen Third Party, die auch die Baureihe 218 gebaut hat. Und auch wenn es nicht die gleichen Leute waren, aber TSG ist auch die Marke, die das 101 Expert DLC veröffentlicht hat, genauso wie natürlich auch die Niddertalbahn. So, BÜ-Signal hat geblinkt, das heißt also, wir können fahren. Einmal gepfiffen. Und wir haben fast unsere Höchstgeschwindigkeit erreicht. Können vielleicht ein bisschen die Leistung schon mal rausnehmen. Ja, wobei ein ganz kleines bisschen Leistung können wir ruhig noch reingeben. Dass wir auch auf die 60 hochkommen. Wir wollen ja nicht trödeln. So, Licht ist auch vorne an, das passt soweit. Und hinten, ja, die 204 hat leider kein Rücklicht an. Aber auch ein schönes Bild, oder? Eigentlich mal eines Fotos wert an dieser Stelle. Nehmen wir mal ein bisschen das Sichtfeld runter, dann sehen wir auch mehr vom Zug. Jawohl. Ist übrigens eine ganz normale Fahrplanfahrt in der modernen Niddertalbahn Fahrplan-Mod. Gibt es bei Trends and Community zum Runterladen. Ne, ist also auch gemoddeter Content der Fahrplan hier, dass wir ganz normal mit der unterwegs sein können. Das ist also auch kein, jetzt nichts irgendwie im Freeroam oder so, ne? Sondern ganz normal der gemoddete Fahrplan. Oh, oh, oh. Was war das? Irgendwas hat uns hier runtergebremst. Oder war es die SIFA? Ich weiß es nicht. Wird wohl die SIFA gewesen sein. Können wir schon Leistung aufschalten? Ja, können wir. Ja, wird wohl eine SIFA-Zwangsbremsung gewesen sein. Wir nutzen mal den Sander, damit wir noch ein bisschen mehr Traktion haben. Ich weiß gar nicht, ob der im TSW tatsächlich eine physikalische Umsetzung hat. Ich weiß jedenfalls, dass der Sander keine Animation hat, aber vielleicht wird das ja von Simograph doch mit einberechnet. Das war in jedem Fall gerade keine PZB-Zwangsbremsung. Auch ein komischer Start, oder? Dass ich erstmal anfange und zack, fliegt erstmal eine Wespe rein und möchte einfach hier mitgucken. Soll sie sich wie alle anderen sich bei YouTube das Ganze angucken? Was soll das? Hat hier extra YouTube Premium oder was, dass sie mir direkt über die Schulter gucken kann? So, Leistung rausgenommen. So, okay, gut. Jetzt geht es leicht bergauf, das heißt also, können wir da ruhig ein bisschen Leistung aufschalten. Ich finde
finde, ein bisschen Bewölkung können wir noch reinmachen, oder? Dann sieht es noch ein bisschen winterlicher aus. Und vor allen Dingen glänzen dann auch die Texturen nicht so. So, einmal hier zum Streckenrand hin. Ja, die 204 ist kalt, ne? Also die macht nix. Ich weiß auch gar nicht, also wir haben zwar diese Doppeltraktionssteuerung, hier, dass da der Mehrfachtraktionsbetrieb, aber ich glaube nicht, dass das überhaupt klappen würde, dass wir damit die 204 steuern könnten. Vor allen Dingen im Sandwich, weiß ich nicht. Aber ihr könnt es mir ja gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst, ob das tatsächlich möglich wäre in Realität. Würde mich mal interessieren, dass dann die 204 auch tatsächlich an ist und mitschiebt und von der G6 angesteuert wird, aber ich denke mal nicht, dass, ja, was bräuchte es denn, ZDS oder sowas? Ich denke nicht, dass die 204 das hat. Huch, das war aber knapp. Da musste ich den Wachsamkeitstaster betätigen und jetzt mal runtergebremst. Auf unter 55. Entschuldigt. Kleiner Nieser, der sich da eingeschlichen hat. Also heute ist ja mal wirklich alles los, ne? So, ich sehe ein haltzeigendes Signal voraus. In 400 Metern, ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall jetzt mal die Zugbremse anlegen. Ui. Ja, jetzt. Also man merkt auf jeden Fall, die Witterungsbedingungen sind schon nicht gut. Okay, meine Fahrweise ist sicherlich auch nicht gut, ne? So, ich glaube, das bringt aber nichts. Wir müssen nämlich noch anfahren gegen das haltzeigende Signal, weil vermutlich kommt ein Zug. Der muss aber dann hier weiter, sonst kommen wir an dem ja selbst nicht vorbei. Also müssen wir noch mal ein bisschen die Leistung erhöhen. Ja, genau, da ist er auch schon. Jawohl. Und dann dürfen wir bestimmt auch gleich schon direkt fahren. Kann ja mal beim Fahrdienstleiter anfragen. Verweigert, keine Strecke verfügbar. Na? Ja, gut, aber vielleicht jetzt. Oh, sieht nicht so gut aus. Abgelehnt auf Signalwechsel warten, okay. Ja, sehr gut. Da ist das Signal gerade umgesprungen. Dann können wir weiter. BU-Signal blinkt. Jawohl. Aber schön gemacht auf jeden Fall im Fahrplan, ne? Dass es hier die Zugkreuzung gibt.
Das hat auch hervorragend funktioniert. Und dann befreien wir uns auch wieder, damit wir auch auf die 60 hoch können. Genau, das tiefe Makro gibt es auch. Okay, dann einmal mit 60 weiter nach Hellbergwind-Ecken. Es ist auch nicht mehr lang bis dahin. Der fährt aber schnell dafür, dass wir so schlechte Bedingungen haben, ne? Ja, fahren Sie mal langsam, Kollege aus Frankfurt hier. Und einmal in die Linkskurve rein. So, sie fast auch noch da, ich auch. Und ihr hoffentlich auch noch. Mal schauen, ob wir das schaffen. 15.52 Uhr sollen wir ankommen in Hellenbergen-Windecken. Hellenbergen-Windecken ist auch echt ein langes, langes Wort. Hellenbergen-Windecken. Man könnte das ja mal zusammenkürzen auf Heldecken. Oder Windbergen. Wie wär's damit? Dann ist es nicht mehr... Dann ist es nicht mehr so ein totaler Zungenbrecher. So. Wir sind zu schnell. Wir sind immer noch viel zu schnell. Ja, es geht. Wir bremsen langsam runter. Das funktioniert also. Auch schön hier im Wald. BU-Signal blinkt. Das heißt also, der Bahnübergang ist gesichert. Dementsprechend können wir einfach fahren. Fahren. Ja, schön. Ich weiß gar nicht, ob wir hier die Niedertalbahn schon mal im Schnee zusammen abgefahren sind. Ich glaube tatsächlich nicht. Schutzhelm, wichtig. Dahinter ist übrigens die Notbremse, ne? Also da kann man sich auch ganz schnell vertun.
und aus Versehen auf den Notbremsschalter draufdrücken. Alles schon passiert. Rausgeguckt, alles noch da, jawohl. Ich weiß, dass es auf jeden Fall ein paar ZuschauerInnen von mir gibt, die definitiv hier aus der Gegend sind. So aus dem Großraum Frankfurt, aus dem, sagen wir mal, erweiterten Bereich. Und da gab es immer wieder einfach nur positive Meldungen zu der Strecke, dass das wirklich alles unfassbar realistisch aussieht und gerade die Älteren sich auch durchaus sehr an die frühere Zeit da zurückerinnert fühlen und zurückgesetzt fühlen. Also das kann die Strecke wirklich sehr, sehr gut. Spielt, glaube ich, 1992 oder so. Die Strecke an sich, der Fahrplan, den wir jetzt haben, das ist ein moderner, ne? Das ist ganz klar. Also das Ganze hier so ein bisschen anachronistisch, was wir hier machen mit der Foslo G6 auf der Strecke unterwegs zu sein, aber wir können es halt. Schneit es eigentlich? Doch, ja. Ja. Ich habe erst gedacht, dass es vielleicht gar keine... dass gar kein Schnee mehr fällt, aber das tut es in der Tat immer noch. So, Leistung nehmen wir raus. Geben den Pfeifton und... haben 4 Minuten für 1,7 Kilometer. Das sieht doch bisher gut aus. Und da hinten haben wir Langsamfahrt zu erwarten, nämlich mit 40. Wir gehen schon mal jetzt runter, dass wir das Ganze wirklich nur mit der dynamischen Bremse machen können. Und dafür nicht die Zugbremse benötigen. Dürfte eigentlich machbar sein. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon unter der PZB-Prüfgeschwindigkeit von 55 km/h. Hier an dem Vorsignal drücken wir dann auf PZB wachsam. Wir sehen die 1000 Hertz. Die 1000 Hertz Leuchtmelder leuchtet auf. Und 40 sind erreicht. Ganz leicht Leistung lassen wir aufgeschaltet, weil es jetzt auch ordentlich bergauf geht. Und wir wollen ja nicht jetzt hier einfach wegkippen. Ich glaube, im Flugzeuggenre würde man sagen Stalling. Wir wollen nicht, dass das hier zu Derail Valley wird. Wäre das etwas, was euch interessieren würde auf dem Kanal, Derail Valley? Könnt ihr mir mal gerne schreiben in den Kommentaren. So, wir bestätigen auch hier nochmal. Haben halt zu erwarten. Das Ganze in 600 Metern und kommen sehr, sehr, sehr pünktlich an. Ui, also da ist wirklich trotz Zwangsbremsung, da fällt jedem da die Kinnlade vor Staunen runter, dass wir das geschafft haben. Und da sind wir auch schon in Heldenbergen. Windecken. Ist gerade nichts unterwegs. Das hier müsste, glaube ich, die Strecke Richtung Frankfurt. Ich glaube, die Richtung ist Richtung Frankfurt.
oder? Bin mir nicht mal ganz sicher. Bisschen Leistung schalte ich mal auf, damit wir nicht komplett verrecken auf der Strecke. Und den Abstand auch schnell frei machen. So, es ist 12.52 Uhr. Das passt doch perfekt. Hallo liebe Fahrgäste, Ihr Zug ist da, heute leider ohne erste Klasse. So, wir schauen mal, dass wir nicht über das halbzeigende Signal driften, wie im letzten Video. Ich frage mich, ob das soweit so passt. Jawohl, das passt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Genau. Hier von der Foslo G6. Und der Niddertalbahn. Moment, lass mal das Spiel mal weiterlaufen. So. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Es war eine schöne kleine Fahrt hier im verschneiten Niddertal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht nicht von der Foslo G6, vielleicht nicht vom Güterverkehr. Das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht. Dann geht es wieder Richtung Personenverkehr. Ja. Und dann würde ich sagen, macht es gut, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.